Fast 2 Millionen Kilometer lang sind die Stromleitungen durch Deutschland. Und jeder Meter Stromleitung bedeutet Energieverlust. Experten gehen davon aus, dass bis zu 6% des Stromes unterwegs verloren gehen. Hier in einem kleinen Wohngebiet in Berlin will man keinen Strom aus der Leitung mehr. Eine städtische Wohnungsbaugesellschaft hat hier in den Kellern insgesamt 8 Blockheizkraftwerke installiert. Durch die Produktion von Wärme und Strom können wir unsere Mieter mit Wärme in den Wohnungen versorgen, aber auch mit dem Abfallprodukt Strom und günstigen Strom anbieten für die Versorgung im Quartier. Betrieben werden die Blockheizkraftwerke mit Erdgas. Hier beim Netzbetreiber steuern Ingenieure das gesamte Gasnetz der deutschen Hauptstadt. Sie sorgen auch dafür, dass die kleinen Blockheizkraftwerke kontinuierlich mit Gas versorgt werden. Dadurch, dass wir den Strom in dem Blockheizkraftwerk erzeugen, muss der Strom nicht zentral in großen Kraftwerken erzeugt werden. In diesen großen Kraftwerken wird Steinkohle zum Beispiel eingesetzt. Die ist von der Bilanz, von der Schadstoffbilanz her viel schlechter als zum Beispiel Erdgas. Wissenschaftler am EUREV-Campus forschen rund um Themen der Energiewende. Wie wird Energie künftig erzeugt, übertragen oder auch gespeichert? Ihre Überzeugung? Nicht immer funktioniert lokale Stromerzeugung wie bei einem Blockheizkraftwerk. Das hat natürlich da seine Grenzen, wo es keinen Sinn mehr macht, mangels Bedarf extra überall dezentrale Kapazitäten zu schaffen. Da gibt es natürlich auch interessante zentrale, dezentrale Kopplungsangebote, die wir dann jetzt aber erst erforschen und in ihrer Finanzierbarkeit und auch in ihrer Akzeptanz bei den Abnehmern hin prüfen und untersuchen müssen. Auch bei der Berliner Wohnungsbaugesellschaft werden in Zukunft nicht alle der 60.000 Mieter ihren Strom aus dem eigenen Keller haben. Große Strommasten werden wir in Deutschland daher wohl noch sehr lange sehen.